Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, und einen wunderschönen guten Morgen auf der Swapa Agro. Wir sind bereits in Folge 133 gelandet. Unser freundlicher Dünger düngt hier wie wild, das ist ja auch alles gut so. Und wir müssen was leer machen, nämlich unsere gute Erntemaschine. Da haben wir das Ganze schon. Wir steigen hier mal aus. Ich weiß gar nicht, wo steht der LKW? Vielleicht sogar fast einfach mal zum LKW zu skippen, würde ich sagen. Das wäre, glaube ich, nur zwei weiter gewesen. So, der stand hier ganz am Ende. Der darf jetzt dann erstmal ein Stückchen hinfahren. So. Ja, die Buße 7 hier hat den Vorteil, dass wir die dieses Mal noch nicht pflügen müssen, sondern die müssen wir erst das Mal da drauf pflügen. Das ist der ganze Trick. Das heißt, hier können wir dann schon gleich eine Runde zwischendurch grubbern und sowas, weil der Pflug muss ja drei Felder auf jeden Fall machen. Ja, wenn wir mal gucken. Eins ist er gerade bei. Ne, zwei muss er auf jeden Fall machen. Eins, die 6 und die 10, die muss er auf jeden Fall machen. Die 11 und die 7, die sind beim nächsten Mal dran. So simpel ist das Ganze. Aber, ne? Wir hatten uns das ja ein bisschen aufgeteilt. Wie ihr seht, er ist dabei. Es ist vorgedüngt worden. Er grob, tiefengrubbert, pflügt das Ganze jetzt hier und dann ist das bearbeitet und gedüngt. Dann geht hier nochmal der Dünger drüber. Unser Dünger düngt jetzt hier gerade die 10, damit da das gleiche passieren kann wie bei der 6. Und die 7, die muss nicht gepflügt werden. Da wird der Dünger dann hinterher rübergehen, damit hier der Grubber auch starten kann. Ist die Frage, was wo zuerst startet? Das ist immer so die Geschichte für sich. Aber das kriegen wir dementsprechend irgendwie hin. So. Ah, er bleibt stehen, weil mein LKW voll ist. Das ist ja dreist. Das heißt, ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich oh, ihn abwürge. Habe ich schon. Ah, toll. So. So, dann bleibt der da nämlich jetzt auch stehen. Das heißt also, das ist auch was, was wir jetzt auf jeden Fall als erstes machen müssen. Sehen, dass wir unsere 80.000 Liter hier loswerden. Dann können wir natürlich zwischendurch mal nach unseren Produktionen gucken. Sprich, unserer Sandgeschichte und Zement und sowas. Was Bretterpaletten und sowas machen, weil wir müssen ja, sind auch dabei, die Zuckerproduktion zu bauen. Ich weiß auch nicht, wo ich hier gerade hinfahre, aber. Aha, hier geht es auf jeden Fall an eine Straße ran, das ist schon mal wichtig und wir wissen, wo wir sind. So. Ich bin mir nicht sicher, die Abgabe ist hier, ne, oder? Ja, hier ist die Abgabe. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen aufpassen, weil mit dem LKW können wir Probleme haben mit dem Dach oder klappt das so? Ich gucke jetzt mal. Sorry, wir nehmen Räusperer. Wir wollen nicht, dass er in der Decke hängen bleibt, ne? Weil das ist immer das Problem, was da passieren kann. Deswegen breche ich das Ganze zweimal ab. Und jetzt zieht er nicht ganz so hoch und jetzt ist er eh leer. Seht ihr? So, dann fahren wir schnell wieder zurück und holen uns den Rest. Dann gucken wir nochmal, wo wir noch was über haben. Wir brauchen jetzt zum Glück nur unsere Spuren folgen. Ja, der hat die Aufgabe erledigt. Das ist ganz einfach, das ist der Streudünger. Da brauchen wir jetzt nicht gerade so drauf achten. Den können wir nur eine Runde ausschalten, damit das Ganze nicht nervt von der Anzeige her. Eierpaletten, das sieht alles noch gut aus. Der schnelle Blick rüber sozusagen. Ja, der Drescher hat natürlich noch ein einziges Prozent drin. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein Korn oder irgendwie sowas, was noch drin ist vom Mais. Und genau deswegen ist er jetzt nicht weitergefahren. Das hätte er jetzt schon wieder zwei Bahnen gehabt. Naja, soll man sagen. Ist ja nichts. So, kannst du das vielleicht mal leer machen, danke. Mann, heute ist Räuspertag. Und nicht richtig drunter Fahrtag ist heute auch. Okay. Wow, 250. Ein Traum. Dann fahr mal los und mach den Spaß mal weg. So, okay. Wir schauen einfach mal. Wie sieht's denn aus?
Hier geht's Richtung Sand und Co. Achso, dafür muss ich mein schnelleres Laufen anmachen und auch mal nach unten latschen. Ich habe das ja sonst mal nur mit dem LKW gemacht. Bin in den LKW gesprungen, aber jetzt müssen wir tatsächlich mehr runterrennen, weil der Punkt ist natürlich oben. So, okay, was haben wir denn hier Schönes? 34.000 Liter. 32.000 Liter. Okay, normal Größen. Ich schätze mal, dass denn hier die Zementfabrik ähnlich sein wird. Weil da haben wir zur ähnlichen Zeit weggeholt. 30.000, das war so kurz danach. Okay. Das ist auch okay. Dann, der Betonpart beidseitig. So, hier mache ich mal kurz die Hilfe an, um mal einfacher zu gucken. Wassersplit ist weniger, aber der hat 180.000 Liter drin. Also das hier ist eindeutig nicht die Produktion, um die wir uns Sorgen machen müssen, sondern das wird wahrscheinlich hier die Palettengeschichte sein. Ja, der Palettenpart wird hier wahrscheinlich auch noch voll sein. Ziemlich, ja, 98%. Sprich, die Palette muss da irgendwann mal rein. Er stapelt, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Er hat Zement, Split und Sand drin und auch Wasser. Das heißt, also wir müssen hier definitiv nichts nachladen, sondern der kann hier, könnte selbst ein Vorspulen vertragen. Und wir haben jetzt hier knapp 3,5 Paletten drin, ein bisschen mehr sogar. Ne, sind genau 3,5 Paletten laut Anzeige, 7.000 Einheiten. Aber da könnten wir dementsprechend schon eine Tour mitmachen und die rüberfahren. Das würde gehen, okay. Da die anderen ja momentan noch am Arbeiten sind. Erstmal sind wir bei dem Kollegen, das ist schon mal gut. Da können wir nämlich einmal den Abfahrer entlassen, dann geht unsere wunderbare Anzeige aus. So, den machen wir aus, dann passt das alles schon. Er hat noch frei. So, dann müssen wir mal gucken. Haben wir irgendwo noch den Paletten-LKW oder haben wir den außer Acht gelassen und da stehen gelassen? Den haben wir außer Acht gelassen und da stehen gelassen. Sehr gut. Dann stellen wir den Tank weg. Nehmen jetzt mal den Palettenspaß. Fahren wie der letzte Henker. Das mache ich schon. Okay. Bin doch prächtig. Machen mal eine Runde Licht an. Und stellen fest, also die Blöcke dementsprechend bei der Futterfabrik, damit sind wir durch. Da müssen noch 13.000 Bretter hin. Dann ist die Futterfabrik durch. Aber die Zuckerfabrik, die braucht noch 35.000 Blöcke und noch 60.000 Bretter. Die Jungs, da müssen wir uns natürlich noch drum kümmern. Und die 35.000 Blöcke, also die werden wir erstmal jetzt 7.000 weniger draus machen. Das ist jetzt die Idee. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich dann auch gleich mal eine Runde die Nacht-Nebel-Geheimaktion um die Ecke hier machen. Keiner gesehen, wunderprächtig. Und dann werden wir mal gucken, wo wir noch Bretter wegkriegen. Dann werden wir die nochmal holen und die auch anliefern dann. Wenn das Ganze weitergeht, damit die Produktion läuft, ne? 13.000 Bretter wären schon mal gut, dann hätten wir die Futtermischung nämlich fertig. Und dann können wir auch tatsächlich mal ein Wagnis eingehen und uns im größeren Stil um die Tiere kümmern, wenn wir vernünftig Futter machen können. Ja? So, was mache ich jetzt, fragt ihr euch? Das ist ganz einfach. Ich fahre da jetzt vorsichtig ran. Wenn ich mich nicht täusche, ist es jetzt hier die X-Variante, die den Arbeitsmodus aktiviert. Wunderprächtig. So. Ich möchte möglichst nicht auf die Spur da fahren. So, er stapelt weiter. Aha, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Tut mir leid. Ich habe leider das auf Bretterpaletten noch stehen gehabt. Deswegen stapelt er es wieder so komisch. Also, das sind jetzt 3,5 Paletten ziemlich exakt gewesen. Damit sind wir hier schon mal auf jeden Fall bei 7.000. Die 7.000 müssen wir noch zur Futtermische. Da sind wir ja tatsächlich mit den Blöcken noch nicht durch, so wie es aussieht.
Deswegen fahren wir jetzt auch gleich mal eine Runde hin. Futtermische führt uns dann wieder mal an den guten Blitzer vorbei, aber es macht nichts. Ja, meine Selbstfahrgeschichte beschränke ich ja momentan auf diese Touren hier. Die meisten Sachen von A nach B machen wir jetzt ja mit Curseplay. Deswegen ist das mal ganz witzig, mal wieder hier schön eine Runde selber rumcruisen zu können. Mal sehen, wo der abfährt, hier bei uns, oder? Nö. Sehr schön, haben wir freie Fahrt. Ach, der Kollege vor ihm ist abgebogen. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir jetzt hier in der Kurve rechtzeitig den Tempomaten anschmeißen. So. Schon mal, da kommt die Kurve nämlich. So, Tempomat ist an. Die erste Produktion jetzt hier rechts in der Ecke sozusagen, die haben wir ja schon. Das ist unsere Saatgut- und Düngerproduktion. Jetzt müssen wir mal eine Tanke vorbei. Und die braucht, glaube ich, dann die Steine. Aber da können wir natürlich gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Du-di-du. So, hier rum. Brauche ich den Tempomat auch eigentlich schon nicht mehr. Oh, vielleicht brauche ich ihn doch, weil ich kann anscheinend hier nicht fahren. So, hier oben irgendwo ist die Abgabe. Ihr seht selber, da ist schon ein bisschen gebaut. Ne? Aber es ist wohl noch nicht ganz fertig. So, ich steige aber vorher mal aus und wir gucken einfach nochmal. Wir waren ja schon ein paar Minütchen nicht. Ihr seht, Beton ist drin und Blöcke sind auch drin, aber anscheinend noch nicht genug. Sonst hätte ich das auf meinem schlauen kleinen Schmierzettel abgestrichen. Oder versehe ich mich jetzt hier gerade? Ah, oh, ich versehe mich. Ich hätte fast die Blöcke abgeladen und das muss ich gar nicht. Hier fehlen nur noch Bretter. Die wunderbaren Blöcke, die können schon zur anderen Produktion. Wow, da habe ich jetzt auch mal Glück gehabt. Ich hätte fast hier einen Fehler begangen. Naja, jetzt wäre ich fast so weggelaufen. Ich wollte einfach mit dem LKW wegfahren. Also können wir wieder schön wieder zurückfahren und fahren zur Zuckergeschichte. Aber das ist nicht ganz so wild, weil wir sind ja eh dann damit auch gleichzeitig auf dem Weg zur Bretterfabrik. Hätte ich fast den Fehler begangen. Wow, okay. So, wir sind jetzt am Blitzer vorbei, wenn mich nicht täuscht. Wir können das hier ein Stückchen geradeaus fahren. So, jetzt fahre ich hier mal rechts ran. Ich frage euch bestimmt, warum fährt der denn jetzt rechts ran? Ganz einfach, der Drescher ist voll. Ne? Den machen wir natürlich immer zwischendurch schön leer. Da ist er. Da ist der passende Kollege. Und da vorne steht er. Weil dann können wir hier gleich den Streudünger und den Grubber drüber jagen. Da hat der Grubber das hier nämlich schon mal erledigt. Und kann dann hinterher hinter dem Tiefengrubber-Flugsystem hinterher. Und dann läuft das Ganze, ne? So einfach ist das. So, erstmal die 20.000 raus hier. Wow, hätte ich echt fast die Blöcke abgeladen. Vor allem, er sagt ja nicht, es ist zu viel da. Ich habe einen kleinen Notizzettel hier, wo ich eigentlich was hinmachen muss, war nur in die falsche Spalte gerutscht, weil man muss es sich tatsächlich aufschreiben oder halt alles auf einmal anliefern, was eigentlich fast nicht möglich ist, weil er nimmt an und an und an und an, bis er fertig ist und das, was er nicht gebraucht hat, ist weg. Ne? Also das ist echt nicht schön, muss man sagen. Oh, da war ich schon an der richtigen Stelle. Das geben wir dann nochmal hin. So, da sind wir. Gut, okay, dann gehen jetzt mit die 7.000 ja schon in die Zuckerfabrik. Weil Zucker können wir auch pur verkaufen und Zucker brauchen wir später auch für den Bäcker. Deswegen fand ich das eine sehr gute Angelegenheit. Wir werden jetzt über Nacht dann auch mal die Obstbäume noch verlaufen lassen, weil da waren ja, als wir beim letzten Mal geguckt haben, nur so 3, 4, 5 Früchte drin. Das ist nicht ganz so viel. Und da bin ich gespannt, wie man die überhaupt erntet. Ich habe auch schon einen Beitrag im Kommentarbereich gehabt, dass jemand damit Probleme hatte, dass er es nicht ernten konnte. Das, ne, ja. Deswegen habe ich jetzt natürlich auch noch keine Bäckerei oder keine Molkerei, nichts angemacht, weil die sind alle auch früchteabhängig, glaube ich. Aber wir könnten sonst bei unserer Zuckerfabrik zur Not einfach nur den Zucker verkaufen.
Deswegen wäre das dann nicht ganz so daneben. Mal gucken, ich bin gespannt. Irgendwie muss es ja eigentlich gehen, ne? Oder irgendwie soll es gehen, oder wäre besser, wenn es irgendwie geht. Aber wie gesagt, wir schauen einfach mal. So, super schnell brauchen wir jetzt nicht weiterfahren, weil ich glaube, hier nach dem Feld ist es soweit. Ja, da sehe ich schon die Einfahrt. Da sehen wir schon den Zaun, der steht nämlich schon. So. Na, so. Abladeseite. Ist die. Und Z ist abladen. Okay, die hat er jetzt so da nicht hingenommen. Die müssen wir, das haben wir aber gleich beim letzten Mal auch gemacht, dahin schubsen. So, die sind weg. Und das machen wir mit denen hier, glaube ich, auch. Ja, die sind auch weg. So, ja, ich werde meinen schlauen Notizzettel noch mal eben nehmen. Werde aus den Blöcken, die hin müssen, das sind nämlich tatsächlich dann nur noch 28.000. Habe ich so eben meine Notiz geändert. Aber dann ist die Folge auch leider schon zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich auch super. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und ja, bis zum nächsten Mal.